Hallo, ich bin Dirk und heute gibt es eine Radverkehrsgeschichte. Die Stadt Hannover plant und baut momentan ein Veloroutennetz, das die ganze Stadt erschließt. Im Zentrum ist der City-Radring und von dem aus gehen 12 Routen in alle Stadtteile strahlenförmig ab. Wir beschäftigen uns heute mit dem zentrumsnahen Teil der Velorouten 2 und 3, deren Planungsphase jetzt im Winter 2022 beginnt und die dann im Laufe dieses Jahres auch in die Umsetzung gehen werden. Ausgangspunkt für die Velorouten bzw. Radschnellwege ist der City-Radring rund um die innere Innenstadt. Die vertiefte Planung für die Veloroute 2 beginnt aber erst am Weiße Kreuzplatz, über 400 Meter entfernt. Für die Veloroute 3 ist die Route sogar erst ab der Einmündung Yorkstraße-Hohenzollernstraße fix. Um die Lücke zu schließen, wird für die Veloroute 2 eine Trassierung über die Lister Meile ins Auge gefasst. Für die Veloroute 3 gibt es momentan sogar zwei Alternativen. Der direkte Weg führt über die Fernroder Straße und den Vollgasweg zur Hohenzollernstraße. Eine Alternativroute nutzt stattdessen, wie die Veloroute 2, die Lister Meile und führt dann über die Friesenstraße und die Yorkstraße zum Eilenriederand. Bei genauerer Betrachtung zeigt der Lückenschluss über die Lister Meile diverse Schwächen. Schon an der Ausfädelung aus dem City-Radring am Ernst-August-Platz führt er, vor der Ernst-August-Galerie, über eine Kreuzung mit sehr starkem Fußgänger- und öffentlichen Verkehr. Zudem müssen in eine Richtung die Straßenbahngleise in spitzem Winkel gekreuzt werden, was für Radverkehr immer kritisch ist. Auch auf der Kreuzung Runde Straße gibt es erheblichen Querverkehr. Im Westen den ZOB, den viele Buslinien und Reisebusse ansteuern, im Osten die Bahnhofsvorfahrt und das Parkhaus am Bahnhof. Schließlich kreuzt die Trasse den Cityring auf einer der größten und unübersichtlichsten Kreuzungen in Hannover überhaupt. Mehrere gesondert signalisierte Linksabbieger erhöhen gerade hier zudem die Wartezeiten signifikant. Und als ob das noch nicht reicht, gibt es für den Weiße Kreuzplatz Pläne für eine erhebliche Aufwertung des Areals. Hier soll vor allem der Fußverkehr auf der Lister Meile gestärkt und der Platz näher an die westliche Bebauung herangerückt werden. Eine hochwertige Radverkehrsroute in diesem Bereich führt zwangsläufig zu Interessenkonflikten. Was also tun? Es zirkulieren Ideen, die Veloroute 2 über die Zellerstraße an den City-Radring anzuschließen. Das wäre aber ein erheblicher Umweg und würde auch die Oststadt wesentlich schlechter erschließen. Wir schlagen deshalb eine andere Lösung vor. Wir wollen die Veloroute 2 nicht über die Lister Meile und damit westlich des Hauptbahnhofes, sondern über die Fernroder Straße und die Weiße Kreuzstraße, also östlich des Hauptbahnhofes, an den City-Radring anbinden. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Schauen wir uns diese Route im Detail an. Sie beginnt auf dem Ernst-August-Platz an der Einmündung von Luisen-, Joachim- und Fernroder Straße. Auf den Bahnhofsvorplatz fahren nur noch 3 Buslinien und der Verkehr für die Parkplatztasche. Wenn man mal davon ausgeht, dass diese geschlossen wird, gibt es keinen kreuzenden Individualverkehr mehr. Denn auch die Bahnunterführung wird für den Kfz-Verkehr geschlossen. Die Fahrbahn ist hier zukünftig dem Radverkehr vorbehalten, der nach Radschnellwegparametern unter den Bahnsteigen hindurchgeführt werden kann. Ebenso wird die Anbindung der Augustenstraße an die Fernroder Straße geschlossen. Die Parkhausausfahrt wird entweder an Augustenstraße und Vollgasweg angeschlossen oder kreuzt die Radroute, um zur Fernroder Straße zu gelangen. Ab hier wird die Radroute auf der westlichen Straßenseite der Fernroder Straße fortgesetzt. Für den Kfz-Verkehr steht zukünftig nur noch eine Fahrspur in nördliche Richtung zur Verfügung. Der gewonnene Platz wird genutzt, den Verkehrsraum für den Radverkehr angemessen zu erweitern, beispielsweise indem nord- und südwärts führender Radverkehr künftig beiderseits der Baumreihe geführt werden. Auch auf dieser Route muss der Cityring höhengleich gekreuzt werden. Allerdings gibt es hier deutlich weniger Wege über den Knoten und gesonderte Signalisierungen für den Kfz-Verkehr, sodass die Durchlässigkeit für den Radverkehr ungleich höher ist als auf der Lister Meile. Hier auf dem Andreas-Hermes-Platz muss das Gebäude der DG-Bank passiert werden. Der bisherige Durchgang wäre vielleicht gerade noch akzeptabel. Es wäre aber wesentlich besser, wenn man mindestens eine der Radverkehrsrichtungen dort um das Gebäude herumführen würde. Im Folgenden führt die Route über die Weiße Kreuzstraße. Dies ist eine verkehrsarme Nebenstraße mit ganz ähnlichem Profil wie die Frieda- und Lisbethstraße, die im weiteren Verlauf für die Veloroute 2 vorgesehen sind. Die Kreuzung mit der Friesenstraße wird mit einer Diagonalsperre ausgestattet, sodass es hier keinen durchgehenden Kfz-Verkehr mehr gibt. Alternativ bekommt hier die Weiße Kreuzstraße im Zuge des Radschnellwegs Vorfahrt. Am Weiße Kreuzplatz setzt sich die Führung durch die Weiße Kreuzstraße fort.
Damit steht der durchgehende Radverkehr auch der geplanten Umgestaltung des westlichen Weißekreuzplatzes nicht mehr im Weg. Über die große Pfahlstraße auf der Nordseite des Weißekreuzplatzes geht die Radverkehrstrasse schließlich in die bereits beplante Trasse der Veloroute 2 bzw. des Radschnellwegs Langenhagen über, da die Kreuzung zwischen Friederstraße, Großer Pfahlstraße und Listermeile relativ geräumig und übersichtlich ist, sollte dies für den Fuß- und Radverkehr unproblematisch sein. Die Radverkehrstrasse über Fernroder Straße und Weiße Kreuzstraße löst viele Probleme, für die die bisherigen Überlegungen zur Anbindung der Velorouten 2 und 3 an den City-Radring keine Antwort hatten. Sie bindet beide Routen auf direktem Weg an den City-Radring an. Dabei vermeidet sie Konfliktpunkte mit dem ÖPNV in Bahnhofsnähe und mit dem Fußverkehr weiter nördlich auf der Listermeile. Durch gezielte Schließungen unnötiger Verbindungen für den Kfz-Verkehr leistet sie zudem einen Beitrag zum Projekt Autofreie Innenstadt. Die verbleibenden Konfliktpunkte mit dem Kfz-Verkehr, insbesondere die Kreuzung des Cityrings, sind an übersichtliche Stellen gelegt, an denen die Chance besteht, den nötigen Verkehrsraum und die erforderlichen Querungsfenster für eine attraktive Radverkehrstrasse einzurichten. Die Radverkehrstrasse Fernroder Straße – Weiße Kreuzstraße macht den Radverkehr in der Oststadt wesentlich attraktiver. Und wie wichtig das ist, sieht man hier um mich rum. Die Route sollte deswegen intensiv geprüft und in die Vorzugsplanung aufgenommen werden. Und damit wären wir am Ende dieses Videos. Ich sage Tschüss und danke fürs Zuschauen. Wir sagen, die Veloroute 2 kann nicht über die Listermeile, sondern alles misst nochmal. Wir möchten deshalb eine andere Lösung vorstellen.